Lama Odum sicher, Chris stellte ihm Paparazzi-Falle. Lama Odum, 43, erhebt Vorwürfe gegen seine Ex-Schwiegermutter. Von 2009 bis 2016 war der Basketballer mit Khloe Kardashian, 38, verheiratet. Doch schon während der Ehe kamen Probleme bei dem Sportler auf, und er starb sogar beinahe an einer Drogenüberdosis. Seine Frau und ihre Familie standen ihm in dieser schweren Zeit stets bei. Und trotzdem behauptet Lama jetzt, dass seine frühere Schwiegermama Christiana, 67, ihn nach der Trennung hinterging. In seiner neuen Doku Sex, Drugs, and the Kardashians erinnert sich der frühere Lakers-Star zurück. Lama erklärte, sich immer bestens mit Chris verstanden zu haben, bis es zu einer Situation gekommen sei. Denn laut dem 43-Jährigen habe die Momagerin ihn nach der Trennung zu einem angeblich zufälligen Treffen mit seiner Ex gelockt, und auch Paparazzi dorthin geordert. Die hätten vor Ort einen Streit der beiden ablichten können. Soweit ich mich erinnern kann, ich bin ein bisschen benebelt, aber soweit ich mich erinnern kann, hat Chris es irgendwie arrangiert, dass ich Khloe treffe, versichert Lama in der Doku. Ob an Lamas Vorwürfen etwas dran ist, bleibt unklar. Nur wenige Monate nach dem Vorfall war die Scheidung der beiden zumindest endgültig, für Khloe eine Erleichterung. Wie sie damals in ihrer Showkeeping Up with the Kardashians erklärte, ich schaue jetzt nach vorne und schließe mit der Sache ab.